Hallo liebe Animal Crossing Gemeinde, hier ist wieder euer Schulle mit dem nächsten Livestream bzw. der nächsten Folge. Okay, ich muss erstmal in den Laden. Ne? Das Gute ist, er ist fertig geworden. Der Laden ist fertig. Geil. Das heißt, wir halten jetzt erstmal die Zeremonie dafür ab. Oh yeah. Komm. So. Achso, und vorhin war ja die Tagesansprache von Tom. Weiß ich, da hat einen Anruf gekriegt wegen dem Reif für die Insel-Paket. Eventuell kommt jetzt in naher Zukunft ein neuer Bewohner. Mal gucken. Kostet aber ein Schweinegeld. Der Einzugstermin wird erst später festgelegt. Selbstredend. Ich setze nur schnell den Vertrag auf. Das könnte etwas dauern. Wäre das... Ja. Ach, das ist nett. Danke. Dann melden wir uns, sobald das Dokument fertig ist. Dankeschön. Danke für deine Geduld. Also das Gespräch am Telefon gerade mitgehört. Hm? Ich mache schon länger Reklame für das Reif für Tropikal-Paket und... Wie das Glück so will, haben sich ganz unverhofft drei Interessenten auf einmal gemeldet. Drei? Hatte ich drei? Überleg gerade. Pinguin? Pinguin? Was war das andere? Löwe? Nee, Löwe hatte ich nicht. Eisbär? Und Nilpferd, glaube ich. Könnte sein. Das freut mich sehr. Kann ich sagen, das Geschäft läuft gut. Wobei, ein Manko hat die Sache und das bringt mich gerade um den wohlverdienten Schlaf. Na, mich auch. Meine drei Interessenten sind nicht besonders angetan von der Idee, in Campingzelten zu nächtigen. Und in meiner ehrlich empfundenen Fürsorglichkeit habe ich ihnen voll möblierte Häuser versprochen. Drei auf einmal. Mit allem drum und dran. Und Pi und Pa und Po. Wo soll ich die nur herschaffen? Ich kann sie mir ja schlecht aus dem Pelz hervorstellen. Ja, mach doch. Jetzt kommt's. Okay, was für eine Überraschung kommt jetzt? Mit dem Zaunpfahl der Insolvenz, wenn du mir folgen kannst. Könntest du vielleicht einspringen und mir helfen? Und drauf an, erlässt du mir den Kredit? Das soll ich dir glauben, Keule. Und baust die drei kleinen Häuslein für mich. Alter. Keule. Nur wenn es sein muss. Und weil ich keine andere Wahl hatte. Hilf mir, sag Bescheid, wenn du Zeit hast. Unser Erkennungsspruch lautet, was soll ich tun? Aber wird keiner drauf kommen, Chef. Na, toll. Lass doch sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Moment. Erstmal die Einweihung feiern. Wir wollen die Fertigstellung von Nukes Laden feiern. Hast du Lust? Jawohl. Lasse, lasst uns anfangen. Also dann. Nukes Laden wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Danke, vielen Dank. Tropikal war zu Beginn nichts weiter als eine einsame, verlassene Insel. Doch nun sehen wir stetiges Wachstum dank der Bemühungen von, nun ja, von euch allen. Nun möchte ich Nepp und Schlepp um ein paar Worte bitten als Repräsentanten von Nukes Laden. Nepp, Schlepp, wenn ihr so freundlich wärt. Danke, Tropikal. Ihr alle seid der Grund dafür, dass wir einen richtigen Laden aufmachen konnten. Mein Bruder und ich werden hart daran arbeiten, eure Erwartungen zu erfüllen. Also, besucht uns oft.
Schauen wir mal. Mal gucken, was der alles kann. Ich danke euch beiden. Und nun ein paar Worte von jemandem, dessen wertvolle Beiträge. Wer kann das wohl sein? Ich spreche natürlich von Basti, unserem Inselsprecher. Möchtest du dem etwas hinzufügen? Aber sicher. Gut gemacht. Wohlgewählte Worte. Ne, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte. Feier neigt sich dem Ende zu. Und zum Andenken sollten sich bereit machen. Ja, was ist das? Was zu drücken? Was ist das? Ach, das ist. Ah, okay, ja. Aha. Ist ja einfach. Ein lautes Hurra. Also, Hurra! Ah, machen wir mal ein paar Fotos. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gedacht auf dem Heimweg. Genau, es ist ja leider schon wieder dunkel. Aber ich bin heute tagsüber leider nicht zum Zocken, Streamen etc. gekommen. So. Den Laden gucken wir uns erstmal an. Ich muss nämlich eh Zeug verticken. Und da eh nur bis 22 Uhr auf hat, sprich noch eine Stunde, ein dreiviertel Stunden noch. Alles klärchen. Wer ist denn das? Das ist ein Simon. Aber da habe ich getäuscht. Hier ist es richtig schön. Wer ist das denn? Sonics Bruder oder was? Gute Luft, die Natur und verlassen ist sie auch nicht mehr. Wir sind ja noch nicht lange hier, aber hier kann man es wirklich gut aushalten. Eugen ist ja auch super schnell hier eingezogen und wir konnten dieses schöne Geschäft aufmachen. Man weiß wirklich nie, was der nächste Tag Aufregendes bringt. Das macht so viel Spaß. Ja. Na, eigentlich wollte ich nur mal vorbeischauen und fragen, ob ich helfen kann. Zur Feier des neuen Ladens. Wir Schwestern helfen ja einfach von Natur aus gerne anderen. Hm? Ob es vielleicht irgendwas gibt, bei dem hier etwas Hilfe nötig wäre. Nee, von dir. Aber allein, dass du uns besuchst, haut uns schon richtig um. Padauts. Wenn ich mir so überlege. Eine Idee? Sag, ich bin ganz Ohr. Also, wir hätten da momentan noch einige organisatorische Probleme. Wir bestellen ja viel per Post. Und naja, dieser Laden ist zwar eine Wucht, aber bestimmte Sachen fehlen auch hier noch. El Surprise. Wir brauchen immer noch eine Adresse, von der wir Kleidung beziehen können. Hm. Und das war kein Glücksfall ist. Es ist nämlich eigentlich gar nicht so aufwendig, zu dieser Insel zu reisen. Ich könnte ja ab und zu hier das Näschen reinstecken und den Leuten Sachen verkaufen. Wäre das was? Das was wäre? Na und ob? Die ganze Insel würde sich freuen. Und die Leute darauf auch. Sie schadert. Kleiner für euch, viele Neukunden für uns. So macht man Geschäfte. Dann will ich mich mal lieber beeilen und mit meinem Schwester jetzt die Einzelheiten besprechen. Lass mich raten, Tina und Nina? Kleiner für alle, sagt rasch Bescheid. Hallo. Dich hatten wir ja ganz vergessen. Stehst du schon lange da? Och. Dank deiner Hilfe konnten wir dieses wundertolle neue Geschäft eröffnen. Ein Schmuckstück. Ganz nostalgisch unverkennbar haben wir dieses Etablissement Nooks Laden getauft. Ja. Irre. Wie du siehst, gibt es bei uns Fertigmöbel, die nicht durch Basteln hergestellt werden können. Im Regal hinten findest du Werkzeug und anderlei Nützliches für dein Haus. Böden etwa und Tapeten. Wir wünschen einen reichen Einkauf und dass die Sternis reichen. Okay. Das ist ein Katzengras. Der Preis beträgt 570 Sternis. Nein. Ja, was ist denn mit diesem Wecker? Ein Digitalwecker. Voll toll. Ja, klar.
1600 Sternis, genau. Weißt du was? Ich will erstmal was verticken. Was, oh Gott, was jetzt? Dank unserer brandneuen Niederlassung bieten wir nun 3 famose neue Leistungen. Jawohl. Oh Gott, was kommt jetzt? Zuerst wäre da unser qualifizierter Ankauf von Rüben. Ich habe keine Rüben. Gerüchte aber soll wohl der Rübenhandel hier Einzug halten. Mit einer echten Verkäuferin und so. Okay. Jedenfalls beteiligen wir uns, indem wir Rüben zum guten Preis kaufen. Oder sagen wir zu guten Preisen. Diese ändern sich nämlich täglich. Und zwar einmal am Morgen und einmal am Nachmittag. Okay. Mit einer Ausnahme Sonntag, da kommt die Händlerin auf die Insel und wir lassen die Rüben ruhen. Okay. Zweite unserer brandneuen Leistung ist unser Top-Ankauf des Tages. Jeden Tag gibt es genau ein Item, für das wir den doppelten Preis zahlen, wenn du es uns verkaufst. Was genau der Top-Ankauf des Tages ist, schreiben wir vorne an den Laden. Und zum guten Schluss finden unsere Kunden nun vor dem Laden eine formschöne Verkaufskiste. Die ist für alle Sachen, die du an uns verkaufen möchtest. Ideal, wenn du mal keine Zeit hast, reinzukommen. Den Erlös aus deinem Verkauf, den bekommst du von uns im Eiltempo auf dein Konto überwiesen. 3 Konditionchen hätte die Sache nur. Erstens, wir berechnen eine geringe Gebühr für Kistenkäufe. Zweitens, Rüben werden nicht angenommen. Und drittens, für unseren Top-Ankauf des Tages bekommst du in der Box nur den Normalpreis. Aha. Gucken wir mal. Ich will erstmal was verkaufen. So, und zwar, was habe ich denn hier alles? Alter Vater. Nee. Zitronenfalter. Karpfen. Jo. Spitterling. Hasel. Aha. Obwohl der, ich weiß nicht, Sackträger. Ja, den habe ich schon. Weg. Okay, das macht 7570 Sternis. Sauber. Abgemacht. Okay. Dann, achso, da geht's nicht weiter. Okay, was ist hier? Hier ist unser heutiges Sortiment. Viel Spaß beim Stöbern. Aha. Werkzeug, ein Regenschirm, Medizin. Rotanemone, Orangeanemone. Oh. Gelbhyazinthe. Oh, neue Blümchen. Okay, Setzlinge. Nadelbaumsetzling. Den für Bastler. Okay. Tapeten bzw. Böden. Triumphtulpe, die habe ich mit Sicherheit noch nicht. Gelbhyazinthe. Rotanemone, habe ich die schon? Verdammt, ich weiß es nicht. Also die auf jeden Fall nicht. So, 5 kosten 1200. Jo. Dann auf jeden Fall noch die Triumphtulpe. Auch 5. Und die Viridiflora-Tulpe. Oh Gott. 5 Stück. So. Also die Weißhyazinthe, Gelbhyazinthe, ja, Rotanemone. Ich weiß nicht, ob ich die Rotanemone schon habe, ehrlich gesagt. Okay. Ah, dann. Vielen Dank. Dankeschön. So, ist recht. Okay. Dann will ich erstmal ein bisschen was sammeln. Ah, hier meine. Oh ja, hier, guck, da tragen sie ihre Früchte. Geil.
Geil, geil, geil. Okay, der Nachteil hier ist echt, man sieht nicht so wirklich was. Wo ist der Stock? Der Ast da. So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist ein Alpenpfeilchen. Okay. Und das sind, meine ich. Achso, ich sehe es ja, wenn ich hier. Oder? So, wird das jetzt nicht angezeigt oben, was ich sammeln kann? Hm. So, das sind Gelb-Hyazinthen, Rot-Hyazinthen. Okay. Und wo wir schon dabei sind, ich muss noch gießen. Ganz vergessen. Welcher hat er jetzt gegossen? Ich glaube nicht die hier. Ja, das ist so ein bisschen. Naja, weil ich sehe nicht, welche er schon gegossen hat. Ja, außer an den kleinen Wassertropfen, aber da sieht man es halt auch nicht sofort dran. Aber jetzt müsste ich ja nicht alle durch haben. Oh, und Post habe ich auch. Ich habe ja gestern ein paar Sachen gekauft. Mhm. So. Hä? Hallo? Du sollst da die Blume gießen. So. Ja. Okay, dann. Zack, was haben wir hier nochmal alles drin? Oh Gott, hier ja. Nukes Mine Programm. Vielen Dank, dass Sie das Nuke Portal und das Mine Programm nutzen. Bla bla bla. Was waren das nochmal? Ich werde es dann sehen. Und so, hier nochmal genau dasselbe. Jo. Nein. In die Tasche, Mann. So, in die Tasche. In die Tasche, der Outdoor-Hut und die iPhone-Brille. Hm. Was ist das? Liebe Leute auf Tropical, jeden Sonntag ganz früh komme ich zu euch auf die Insel und dann könnt ihr bei mir leckere Rüben kaufen. Genau wie damals zu Omis Zeiten. Aha. Okay. Vielleicht auch Rübensamen, dann kann ich die garantiert anpflanzen und in der Woche halt bei Nepp und Schlipp verticken. So läuft das doch bestimmt. Jetzt erstmal hier, hepp, auspacken. Oh yeah. Das war. Na, doch, nehmen wir das erstmal. Was haben wir hier? Nuke Ink Pantoffeln. Ja, nee, aber nicht draußen. Nee, nee, nee. Boden. Achso, ja, okay. Oh, yeah, baby. Oh, shit, keine getönten Gläser. Das ist ärgerlich. Oh, aber das können wir mal anbehalten. Das hat irgendwas. Finde ich zumindest. So, denne. Einmal. Moment. Erstmal Äpfel, Kirschen, Äste, Alpenpfeilchen. Obwohl, nee, die kann ich verticken. Da kann ich die Verkaufskiste mal ausprobieren. Wie das funktioniert. So, ins Lager, auf dem Boden. Oh, oh. Der hat was. Hm. So, hier mal wieder ein bisschen sortieren. Mhm. So. Nee,
So, jetzt brauche ich einmal kurz die Schaufel. Hm? So, was haben wir denn hier? Das sind... Ach, das war auch eine Rothyazinte. Okay. Na, den. So, dann verticken wir die. Dann haben wir hier Rot- und Gelb-Hyazinten. Hier die. Sehr ordentlich. So. Ah, Fossilien muss ich ab. Na, guck, auch noch ausgraben. Achso, dann ist noch ein Stock. Ein Ast. So, Philippa ist nicht da, oder? Ja. Was sollte. Sollte es wichtig sein, such mich. Nee. Du mich auch, du Schnelle. Ah, aber Hennis ist zu Hause. Das ist schön. Ah, ach stimmt, der hat heute Geburtstag. Schön, dich zu sehen. Oh, fuck. Aber ich habe Blumen dabei. Ich will dich nicht auf den falschen Fuß erwischen, aber ich würde mich über ein Geschenk sehr freuen. Ich habe was für dich. Ah, die kann ich ihm nicht schenken. Okay. Ein Alpenfeilchen. Na klar, das ist was, was du auswählen würdest. Danke nochmal für dein Geschenk. Wir beide sind bestimmt Freunde fürs ganze Leben. Yay! Hm, was jetzt? Mache einem Freund, mache irgendwie ein Geschenk oder sowas. Gratulantenbonus, ja. Einem anderen Insulaner zum Geburtstag zu gratulieren, macht Freude. Und wenn es dafür genug Wein gibt, macht es sogar noch mehr Freude. Mhm. Okay, 10 beim nächsten Mal. Nun gut. Schau dir mal die Gesichtsfassade von Hennis an. Der hat die heute auf Dauergrinsen gestellt. Können wir doch locker mithalten, oder? Vor ein Ding. Bei so viel Aufmerksamkeit fühle ich mich fast wie ein Superheld. Warum hat er ein Sofa und ich nicht? Verlässt das Spielfeld vor Spielende? Aber danke für dein Geschenk. Bis dann. Wie vor Spielende? Was passiert denn noch? Hätte ich noch was machen können? Müssen? Sollen? Ich komme nochmal wieder. Oh, verdammt. Alter. Jetzt grab den wahrscheinlich Sternisack aus. Na. Alter. Die Steuerung ist echt, naja. So. Ah, er ist auch wieder da. Weiß gar nicht. Ist er vielleicht jeden Abend da? Ich weiß es gar nicht. Ah. Tatsache. Wieder dasselbe Spielchen. Ah, aber dass es Geister wirklich gibt. Alter, wir kennen uns schon. Ich denke so, was mache ich denn jetzt? Ah. Moment, hast dich auf der Insel verteilt fehlen und du wirst einen Kescher brauchen. Okay. Suche ich dann. Aber erstmal. Ah, guck, da ist noch ein Fossil. Sehr schön.
Verdammt. Ich wollte doch hier den Baum. Alter, ich will den... Sag mal. Jetzt ist aber Schluss. So. Mann. Okay, mir fehlt, glaube ich, noch ein Fossil, oder? 1, 2, 3, genau, und 4 gibt es doch immer, meine ich, ne? Und auf jeden Fall gibt es hier Steine. Und ich hoffe, die Schaufel hält. Und da unten ist ein Seelenfragment, das nehmen wir auch gleich mit. Sie ist nicht so. So, Keule. Dann. Hep. Mhm. Oh, schön. Oh, wofür habe ich denn jetzt wieder Nukem eingekriegt? So. Ja. Ich sehe es nicht. Da. Das ist jetzt das zweite. Glückwunsch zum Zählen. Ah. Und da ist noch ein Fossil. Sehr, sehr schön. So, damit hätten wir die vollständig für heute. Oh, meine Tasche ist ja voll. Moment, dann tauschen wir das mal gegen... Gegen was denn wohl? Ah. Ja, gegen das Unkraut. Gucken wir hier sicherheitshalber auch noch mal, ob keine Seelenfragmente da sind. Aber hier sind auf jeden Fall ist da ein Geschenk. Oh. What? Alter, wieso treffe ich nicht? Oh. Oh shit, ich habe keinen Platz mehr, ne? Das ist jetzt doof. Hm, können wir die hier platzieren? Ja. Boah, ne? Das geht so. Und? Ne, ein neuer Stein. Hm. Oh nein. Hä? Sehr schön, so sieht man wenigstens was. Oh, da scheint ein Sternstein zu sein. Jawohl. Ach da, oh. Das ist, schön ist das. Okay, ich habe Fragmente gesammelt. Quatsch. Fossilien. Ich habe die Steine abgegrast. Ich glaube, mehr als 2 Steine habe ich bei mir auf der Insel nicht. Ich bin ja froh, dass ich mittlerweile wieder habe. Ich Idiot habe die ja alle kaputt gemacht. Ich hatte ja zwischendurch gar keine. Wieso liegt hier noch ein Lehm? Bei dem war ich doch, oder? Bestimmt. Ah. Ein Fragment, an das ich gerade nicht herankomme. Nee, komm her hier. Alter, dein Ernst?
So. Hammer. So, zwei Fragmente fehlen mir noch. Achso, nee, das ist ja selber. Oh, drei Steine, okay. Den nehmen wir mit. Jawohl, dit geht. Sechs und sieben und acht. Jawohl. Das gefällt. Und die Löcher lasse ich, glaube ich, einfach mal. So. Koralle, Muscheln, Einsiedlerkrebs. Flaschenpost. Verdammt, ich habe keinen Platz im Inventar, ne? Ah, ärgerlich. So, dann würde ich sagen, erstmal kurz nach Hause. Sachen einlagern. Was brauchen wir denn alles hier? Leben, das Lager. Oh, hier, Lagerware. Definitiv Lagerware. Nee, halt, das brauche ich ja gleich. Ja, Lager. So, die will ich anpflanzen. Ja, die, keine Ahnung, pflanze ich irgendwo. Fossilien ist klar. Das packen wir in den Geldbeutel. So. Gut. Dann würde ich sagen, tja, ist hier YouTube-Aufnahme. Erstmal Feierabend. Ne, da geht's dann in der nächsten Folge weiter. Fossilien abgeben. Mit Tom nochmal sprechen, was der genau von uns will, jetzt wegen den drei Häusern. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was sonst so noch dazu kommt. Im Livestream geht's natürlich direkt weiter. In diesem Sinne an die Zuschauer auf YouTube. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.